Brief dann auch noch den Namen des Adressaten seines good old friends Alistair Darling falsch geschrieben hat, ist eigentlich nur mehr Nebensache. Aber eben dieser Brief hat sich für Gorbach schlussendlich doch noch ausgezahlt. Der österreichische Dolmetscherverband hat Gorbach nämlich heute für die Übersetzung der Saison ausgezeichnet. Peinliche Auftritte hat Hubert Gorbach als Verkehrsminister etliche absolviert, doch der Bewerbungsbrief an den englischen Finanzminister schlägt ihm fast den Boden aus. Grammatik und Satzstellung bringen nicht nur Englischlehrer zum Schmunzeln, der Dolmetscherverband Universitas will den Ex-Politiker sogar für sein Volksschulenglisch auszeichnen. Der Preis heißt Übersetzerpreis, wir haben das ins Leben gerufen und es ist der Übersetzerpreis der Saison. Wir haben gefunden, Herr Dr. Gorbach hat sich in redlich verdient. Gorbach hat die Jury vor allem mit seinen falsch übersetzten Redewendungen überzeugt. Insbesondere die eine Passage, that our good contacts will be upright furthermore. Upright, das ist also eine typische Übersetzung aus dem Deutschen. Upright heißt also eine aufrechte Haltung haben, aufrecht stehen, aber nicht, dass die Kontakte aufrechterhalten werden. Hubert Gorbach ist über den Preis not amused. Er wird die Urkunde nicht persönlich entgegennehmen. Aber er ist zumindest Preisträger.